Ich muss mich wieder richtig hinstellen. Ja. Gut, gibt's hier sonst noch was? Hier ist nichts mehr. Okay, das Dorf ist nicht besonders groß. Okay. Haufen Pilze und Pflanzen, aber hier habe ich gerade eine Passage zum Klettern gefunden und die sticht einfach mal so ins Auge und gleich in der Nähe. Aber wir müssen mal, was sagt denn das Buch? So, So, was wollten wir gar nicht hier? Complete Sub isn't here. Search for him, home, nearest the town. Follow the tree root from the stump, pick up the pet. Okay, sieht danach aus. Gucken wir mal. Kann auf jeden Fall jetzt wunderschön alles von oben angucken. Ein Haufen Pflanzen und Pilze, ja. Ist ja fast wie bei den Schlümpfen hier. So, und ich soll jetzt einfach hier lang gehen, schätze ich mal. Normalerweise würde ich das jetzt alles rausschneiden, wie ich einfach nur von A nach B gehe, weil langweilig. Oh, hier sind die Kelpies. Aber da das hier alles neu ist, ein DLC und so weiter, wollte ich die erste Zeit erstmal lassen, während ich hier rumrenne, mir das Zeug angucke und so. Das heißt, die Folgen werden natürlich dadurch unnötig länger, in Anführungszeichen. Aber ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr auch was entdecken könnt. Und nicht, dass ich einfach nur so zack beim Questgeber oder beim Gegner da bin. So, ich muss bestimmt hier... Ah, jetzt muss ich damit rüber. So, naja, dann machen wir das so. Ich glaube, es sollte so hier sein. Ja, man hat keine Kollision, deswegen... Ey, ey, Hand, mach mal mit. Da hat die Oculus Rift gerade so gesagt, Alter, was tust du da? Ich finde die Idee auf jeden Fall lustig. Na, 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 na. Komm, wir machen mehr Kletterpassagen rein. Naja, wieso nicht? Aber ich geht so ja besser, Alter. So, ja. Das Lustige ist, man steht in der Luft, dass wenn man kurz loslässt, fliegt man nicht runter. Wurde auf jeden Fall sehr komfortabel gemacht, damit das Spaß macht und nicht eine nervige Scheiße wird, dass man immer runterfällt. Also da richtig Arbeit hier, hey. Mann, 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 Mann. Gut. Ich bin da. So, hier kann ich wieder hochklettern. Und hier geht's wieder runter. Na, ich geh erstmal hoch. Ah ja, ist ja fast wie Sport, ey. Das ist ja interessant. Interessant auf jeden Fall. Ganze Sache mal ein bisschen interessanter zu gestalten. So, ich sehe da schon einen NPC oder so. Nee, ist ein bloß, achso, was ich gemacht habe. Okay, Wayne. Siehst, wenn mich so ein Regentropfen trifft, kann es sein, dass es mir Schaden macht? Das wäre lustig. So. Bin ich immer noch nicht da. Was gibt's denn hier? Was ist das? Warte mal. Haben wir da reingeportet oder was? Also hier ist gar nichts. Guck mal her. Zack. Wie macht man das? Jetzt bin ich in einer Instanz drin. In einer Mission-Instanz. Wo nicht viel drin ist. Ein Licht. Ich will dieses Licht da haben. Das ist fast wie dieses Weihnachtslicht, nur mit einem anderen Geräusch. Es rauscht. Okay. Ich glaube, hier muss ich noch nicht sein. Ich brauche noch kein rauschendes Licht. Hier gibt es noch mehr Pilze und Spinnen. Ja, gut. Dann wieder runter. Ja. So. Hier muss ich nochmal runter. Papp. Jetzt nehme ich hier dieses Seil. Auf zum Pilz. Mal gucken, was es da gibt. Wahrscheinlich nicht viel. Aber bis jetzt habe ich den NPC noch nicht gefunden. Ich muss erstmal zurechtfinden hier in dem ganzen neuen Gebiet. Ach ja.
Oh, was soll ich sagen? Lustig ist es, auch wenn es ein bisschen nervig wird mit der Zeit, wenn man immer hier rumrennt und das zum 25. Mal benutzen muss dann, aber gut. So, ich bin da. Ach, bin ich wieder unten am Pilz. Okay. So, die Gegner sind schwach, die sind alle grün. Aber ich sollte doch eine erhöhten Position den finden. Jetzt habe ich zwar nichts gefunden, aber gut. So. Ihr seid alle grün, ihr solltet mich eigentlich in Ruhe lassen, außer du. Du wirst sterben. Stirb. Habe ich jetzt gleich eine Farbe bekommen oder was? Ach ne, lol, das ist ja neu gemacht. Ist das normal, dass man es gleich beim ersten bekommt? Das kann ich die, glaube ich, anlegen. Und wenn ich jetzt also einen Stock finde, dann erwartet mich ein Schatz. Stock und Gras. Willst du nicht das sagen, aber keine Pilze. Also, wo ich mal keine Pilze sehe, könnte es gut sein. Naja, wer weiß. Geht's auch wieder hoch. Hier ist das Gelände zu Ende mit hohen Gräsern, nehme ich mal an. Ja, bis ich mich hier zurechtfinden werde, wird's ewig dauern. Eieiei. So, da ist die Höhle schon wieder. Und vielleicht ist das eine andere Höhle. Ich glaube nicht dran, die sieht so gleich aus. Ich gehe mal kurz rein, mal gucken. Da ist schon ein Licht zu sehen. Ist ein anderes Licht. Ach so, ist eine andere Höhle und ein anderes Licht. Brauche ich aber noch nicht. Außer es zieht wie die Sau das Licht. Schade. Hat mich auch gewundert, es sah etwas anders aus. Gut. Ich will mal wieder runter. So, was gibt's denn sonst noch hier? Hohe Gräser und ein paar Gegner. Eisenpilze. Ich dachte gerade wegen dem Stock, vielleicht habe ich den Schatz gefunden, aber nee. So, was gibt's hier? Nix. Ich kann wieder hinter die Wand gehen. So, ich bin hinter dem Gelände. Gibt's da irgendwas Interessantes? Nee, hört's einfach auf. Okay. Ist einfach nur Deko hier. Wieder interessant, wie man aus dem Spiel exploiten kann. Das Reinkommen ist manchmal ein bisschen schwierig. So, gut. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. So, was gibt es denn sonst noch hier? Hab bis jetzt noch keinen Stock ohne Pilze gesehen. Oh, hier geht's auch hoch. Was gibt's denn hier? Wie gesagt, das DLC, wenn ich das spiele, wird ein bisschen langatmig werden, da ich eben hier relativ wenig rausschneide. Wen das nicht gefällt, ist völlig in Ordnung. Vielleicht werde ich das Spiel auch anders handhaben, wenn ich das Gebiet dann so aufgedeckt habe, dass ich mich dann noch hinteleportiere, nur noch schneide und einfach da bin. Aber jetzt im Moment will ich mir das Gebiet angucken und ihr interessiert euch vielleicht auch für das neue Add-on. Nach der Devise, warum sollte ich 10 Euro jetzt dafür bezahlen? Also 9 Euro, was waren das? 29? 10 Dollar? Und ja. Ja, das DLC kostet Geld, aber es bringt keine Vorteile, das DLC zu haben. Man hat halt ein Mini-Story-Pack, wenn man Interesse hat, das zu spielen. Es bringt aber keine Vorteile. Bloß ein paar Sachen zum Angucken, sage ich mal, ne? Ein paar neue Rüstungsteile oder so, die ja nicht besser sind, die aber noch anders aussehen. Hier komme ich nicht rüber. Und im Endeffekt ist es eher, um das Projekt zu finanzieren oder wenn man sich halt für dieses Story-Pack interessiert. Und das finde ich eine nette Idee. So kann man trotzdem, sind alle gleich weit in Anführungszeichen, also alle können normal das Spiel spielen. Gibt keine Vorteile. Die Frage ist, ob das so gut funktioniert mit den Verkäufen dann, wenn man es so regelt. Weil viele machen es ebenso, viele Spiele. Kauft das DLC, du bist stärker wie die anderen und wenn sie es nicht machen, haben sie Pech gehabt und du bist einfach super. Aber man will das hier halt eben nicht und das finde ich gut. Deswegen müssen wir mal gucken. So, das Gebiet ist auf jeden Fall schon ziemlich groß. Gibt es denn sonst noch hier so? Hier geht es wieder rum. Ich muss unbedingt auf Kletterpassagen und so achten, weil das ja hieß, der Typ wäre irgendwo oben. Oder ich soll oben sein, um ihn zu finden oder was auch immer. Hat dir das Video gefallen? Hier gibt's noch mehr.